Hallo ihr Lieben, ich wollte mir jetzt mal mit dieser neuen Catrice The Precious Copper Palette, die ich mir vor kurzem gekauft habe, wollte ich mich jetzt einfach mal schminken. Ich habe mich heute Morgen schon geschminkt, weil ich habe hier voll die Oschis an Pickel. Naja, ich habe mich heute Morgen eigentlich schon so auf die Schnelle nur ganz so, ne, geschminkt. Ich weiß gar nicht, was ich da benutzt habe. Doch, ich habe diese Rival de Loop Palette benutzt und habe nur ein bisschen von diesen Braun und ein bisschen mit dem Dunklen dann verblendet. Ja, aber ich hatte eigentlich Lust auf diese und machen wir jetzt einfach zusammen. Ne? Da dachte ich mir, machen wir das. Make-up mache ich jetzt nicht ab. Ich mache jetzt einfach nur mein Augen-Make-up ab mit den überaus tollen Nivea Reinigungstücher. Naja, das sollte mehr oder weniger reichen. Ich mache mir jetzt erstmal ein bisschen was an. Ich mache mir jetzt ein bisschen Concealer drauf, weil ich mit Sicherheit, ja, da habe ich mich was weggemacht. Habe heute Morgen meinen Max Factor Skin Luminizer als Make-up benutzt. Nur für Leute, die eventuell danach fragen. Lidschattenbase. Nehme ich wieder die von Rival de Loop, welche auch sonst. Obwohl, ich hätte eigentlich noch die Essence, die mag ich auch gern, die Isle of Stage. Gehe nochmal eben mit meinem P2 Stylish Blond Augenbrauenstift so ein bisschen in die Lücken, weil ich habe heute Morgen wohl nicht ganz so gut gemacht. Allerdings war heute Morgen ja auch noch ein Ticken dunkler. Nicht die Augenbrauen draußen. Dann nehmen wir mal die Eyeshadow-Palette und ich habe voll Bock auf diesen kupferfarbenen Ton hier. Ich kann euch den mal swatchen. Welcher von beiden war das? Ich glaube, ich habe Bock auf diesen hier. Oh, den da tue ich jetzt drauf. So, dann machen wir mal. Bisher bin ich mich sehr angetan von den Lidschattenpaletten. Es wird ja mittlerweile schon wieder milder draußen, aber mir ist immer noch voll kalt. Und mit der gleichen Farbe gehe ich auch unten so dran vorbei. Also am unteren Wimpernkranz. Lasse das Äußere, also den inneren Augenwinkel allerdings aus. Weil ich da, glaube ich, gleich was Helleres hin mache. So, und das blenden wir jetzt erstmal ein bisschen aus. Nee, dafür nehme ich so einen fluffigen Pinsel von Real Techniques. Das ist der Duo Fiber Eye Brush. Der ist auch nicht sauber, allerdings hat er so eine Farbe vorher drauf gehabt, deswegen ist das kein Problem. Dann nehme ich mir einen kleinen Pinsel und gehe ach, da muss ich erstmal selber gucken. Ja, ich nehme einfach die Farbe, die hier unten ist, diese hier, die ne, mit so einem kleinen Pinsel schon. Ach, in diesen Paletten fehlt ein Spiegel. Ich liebe ja Paletten, wo Spiegel mit integriert sind. Und wie gesagt, dann gehe ich so in den inneren Augenwinkel damit. Und ziehe das noch leicht so ins äußeren Viertel vom unteren Wimpernkranz. So, jetzt nehme ich mir mal noch einen anderen Pinsel und nehme mir noch das ganz dunkle, das Sculpt hier oben, dieses, ne? Und damit mache ich auch so ein bisschen das äußere V hier. Weiß ich übrigens gar nicht, welcher Marke der ist. Den habe ich mir damals mal in so einem Friseurbedarfsladen gekauft. Jetzt nehme ich wieder diesen Blenderpinsel hier und blende wieder so ein bisschen ineinander.
Ja, jetzt nehme ich einen Kajalstift und zwar möchte ich diesen dieses Jahr vielleicht leer kriegen, wäre toll. Nämlich einer von Avon, den habe ich schon Ewigkeiten, habe ich den mal gekauft. Ja, und dann machen wir uns mal ein bisschen die Wasserlinie schwarz. Und ich könnte das auch weiß, ne? Sehe ich noch. Das ist egal, ich mache heute schwarz. Und jetzt pushen wir. Ich nehme dafür natürlich wieder meine meine Essence Lash Princess Mascara und hoffe, dass ich meine Wimpern noch getuscht kriege, nachdem ich mich gerade abgeschminkt habe. Weil dann normal so hat man da ja so leichte Schwierigkeiten. Dann. Schöne Fliegenbeinchen. Astrein. Auch wenn es so ein bisschen ist, aber gar nicht, finde ich, sieht immer voll komisch aus. Bin ja auch nicht die geborene Wimperntuscherin, aber ein bisschen unten rum muss. Ich habe nochmal für einen Blush benutzt. Naja, ich habe hier nochmal endlich mal meinen P2 Polarstar LE hier mal genommen vor Ewigkeiten. Und ich muss mal ein bisschen nochmal blenden. Ich habe mich hier mit dem Wimperntusch ein wenig. Ich hasse so Patzer. Ich tue hier nochmal ein bisschen hell. Mein Nachbar hat wieder Schlager. Ist auch sehr vielseitig. Schlager, Scooter, immer dann, wenn man am besten noch Migräne hat. So, und Highlight habe ich heute übrigens gar keinen drauf. Also mache ich einfach dieses Light hier. Aus der Palette nehme ich einfach als Highlighter. Geht bestimmt. Oh mein Gott, ja, das geht. Scheiße. Was ist mir passiert? Ich mag es ja ordentlich, aber so ist auch schon wieder nichts, ne? Ich bin geboren, um dich zu lieben. Das hört er immer. Hör ich gerade wieder unten. So, dann haben wir den Look mit der Palette, sieht dann schon mal jetzt so aus. Aber ein bisschen was auf den Lippen tun wir uns noch. Nehmen wir, was ist das? Ja, nehmen wir Scrooge von Colourpop. Habe ich ja mit in meinem 5 Produkte in einem Monat Ding drin. Projekt. So. Ach, ich finde die Farbe so toll. Aber manchmal bin ich so blöd, die aufzutragen. Hier in den engen Ecken, ne? Also in den Mundwinkeln. Und wenn man da nachlegt, hat man meistens schon verloren. Okay, lassen wir das so, bevor ich alles ruiniere. Und dann verabschiede ich mich schon von euch. So ein bisschen gelabert, während ich mich geschminkt habe. Obwohl, ich habe da ja nicht, wer weiß, wie viel gelabert, aber... Ich hatte jetzt keinen Bock, die Kamera nur laufen zu lassen, während ich mir nur das Augen-Make-up mache. Ja, also die Palette ist wirklich wunderschön. Ich kann euch alle drei, ich habe mir ja 3 Stücke von gekauft. Ich habe noch einmal die Nudes und einmal die... Ja. Die Nudes und die Modern Matte. Genau. Voll die tollen Paletten, kann ich nur empfehlen. Also die Pigmentierung. Ist wirklich mega mäßig. Guckt euch das mal an. Nur kurz einmal drüber gefahren hier. Wahnsinn. Guckt mal bei Instagram. Da habe ich alle Paletten mal fotografiert. Und, also alle geswatcht und fotografiert. Der Oberknaller. Wirklich. Also mega. Ja gut, ihr Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss.